Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videos. Mit mir in unserem Film- und Tonstudio ist wieder mal mein sehr geschätzter Kollege, Rechtsanwalt Lars Ehrenfeld. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen. Lange nicht mehr hier gewesen. Wie kommt das? Das müssen wir ändern. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und Stichwort unseres heutigen Videopodcasts soll sein der Kita-Förderverein. Also gerade in Berlin ist das ja ein ganz großes Thema, einen Förderverein für die Kita nochmal gesondert zu gründen, aber natürlich auch außerhalb Berlins sicherlich ein Thema. Warum sollte man das machen? Warum könnte das von Vorteil sein? Warum überhaupt ein Förderverein? Wenn man doch schon einen Verein hat, wenn man schon genug mit dem Verein oder einer GmbH zu tun hat. Ja, das hat damit zu tun, dass der Erlass von Elternbeiträgen oder die Abschaffung von Elternbeiträgen überhaupt im Kita-Bereich politisch, ich sag mal, sehr angesagt ist gerade und gewollt ist in einigen Bundesländern. Das ist ja nicht nur Berlin, sondern tatsächlich auch in Brandenburg jetzt umgesetzt worden, zumindest für das letzte Jahr. Berlin ist ja Vorreiter, ist das jetzt schon fast für den gesamten Bereich so. Und in Niedersachsen mittlerweile gibt es auch ein beitragsfreies letztes Jahr. Und da entsteht einfach eine Lücke, muss man ganz klar sagen. Eine finanzielle Lücke. Man könnte sagen, eine finanzielle Lücke entsteht da. Der Rubel rollt nicht. Der Rubel rollt nicht. Also und vor allen Dingen, was die Konsequenz ist, ist, dass einfach tatsächlich dann besondere Konzepte tatsächlich nicht mehr umgesetzt werden können. Ja? Für die einfach eine übliche Finanzierung nicht ausreicht. Ja? Also das typische Beispiel sind wirklich, die am meisten Betroffenen sind tatsächlich bilinguale Träger. Also die ein bilinguales Konzept anbieten. Ja, nun könnten die ja ganz einfach sagen, okay, dann müsst ihr halt sozusagen zu unserem Betreuungsvertrag hinzu einfach noch was extra zahlen, liebe Eltern. Genau, das ist ja auch lange so in Berlin zumindest so gewesen. Es gab die sogenannten zusätzlichen Leistungen, ne? Die musste man aufführen und da stand dann drin ein bilinguales Konzept, immer nach Immersionsmethode und so weiter. Und dann war aufgeführt, wie viel für diese zusätzliche Leistung zusätzlich gezahlt werden sollte. Das war immer schon so. Zusatzbeiträge hieß es dann. Ja? Und in anderen Bundesländern war das ganz ähnlich. Aber das beißt sich jetzt einfach damit, dass politisch vermittelt werden soll, Kita, also Bildung und auch Kita-Bildung kostet nichts. Ja? Ist frei, für alle gleich verfügbar. Und das führt dazu, dass dann gewisse Zusatzangebote eben den Eltern so nicht mehr in Rechnung gestellt werden können und auch nicht mehr können sollen. Und somit jetzt in Berlin das große Thema, es eine Einschränkung gibt oder sagen wir es einfach ein Verbot gibt, eine gewisse Obergrenze an Zuzahlungen zu überschreiten. So. Genau, also da ist es so, tatsächlich in Berlin ist es so, dass man sich ja da auf vertraglicher Ebene, auf rahmenvertraglicher Ebene geeinigt hat mit den großen Vertragspartnern, also den Wohlfahrtsverbänden, dem DAX und den kirchlichen Trägern, eben diese Zuzahlungen in der Rahmenvereinbarung auf diese berühmten 30, 60, 90, jeder Träger in Berlin wird das schon mal gehört haben, zu reduzieren, zu beschränken, je nachdem, was im Rahmen der zusätzlichen Leistung geboten wird. Das ist also die Berliner Variante und in anderen Ländern ist es eben tatsächlich so, dass dort man zusichern muss, dass man keine zusätzlichen Beiträge einnimmt von den Eltern, wenn man weiter staatliche Förderung bekommen will. Und wenn ich das versichere, dann sind davon eben auch solche zusätzlichen Leistungen umfasst. Genau. Naja, in Berlin, könnte man ja sagen, als Nicht-Berliner Kita-Träger, die sollen sich mal nicht beschweren. 90 Euro würde ich ja gerne nehmen, aber vielleicht für alle Außenstehenden, man kriegt nicht in Berlin alles finanziert, nicht alles gegenfinanziert. Es gibt eben einen vom Träger zu erbringenden Eigenanteil. Und wie soll diese Kita den Erbringern ist immer eine riesengroße Frage. Somit steht man eigentlich schon im normalen Betrieb immer ein bisschen im Minus und muss irgendwoher diesen Eigenanteil sich zusammensparen oder erbringen, um einen entsprechenden Betrieb letztendlich auch sauber und ordnungsgemäß aufrechterhalten zu können. So, und jetzt kommen wir dazu, dass unsere Bildungssenatorin gesagt hat, naja, wir machen jetzt diese Obergrenzen und ein Konzept, das lassen wir aber ausdrücklich zu. Das finden wir jetzt nicht beanstandenswert. Das ist erlaubt, nämlich der Kita-Förderverein. Und das ist ja Stichwort dieses Videos. Okay, jetzt hat die gesagt, Kita-Fördervereine, das ist in Ordnung. Darüber kann man noch als Träger weitere Gelder zufälligerweise erhalten. Das wird ja nicht kritisiert, das wird nicht unterbunden. Ja, also da tatsächlich bin ich auch bei einer Beratung neulich in Niedersachsen gefragt worden, tatsächlich, ist das nicht, Herr Ehrenfeld, ist das nicht ein klassisches Umgehungsgeschäft?
Ja, könnte man durchaus sagen. Ja, könnte man sagen. Aber tatsächlich gibt es ja auch durchaus Stimmen, die sagen, dass dieser Eingriff in die Gewerbefreiheit ist, das ja tatsächlich sogar auch grundrechtlich irgendwie durchaus problematisch ist. Ja. Ja, da so derart ein Unternehmer ist es ja tatsächlich zu beschneiden und auch die elterliche Freiheit irgendwie auch durch Artikel 6 geschützt irgendwie. Die Bildung, die ich für mein Kind wünsche, selbst zu entscheiden, irgendwie wird ja nun auch beschnitten. Selbst bei, wenn die Eltern gewillt sind und klar, mehr zu sagen, ja, dann ist es die Eltern nicht wollen erlaubt. Es, die Eltern setzen sich hin, in Eigeninitiativen womöglich und sagen, wir finden es spitzenmäßig, wenn es obendrauf in unserer Kita das ist ja dann die Jenny, Pferdeunterricht gibt oder den Schwimmunterricht oder das Bilinguale. Genau, eben die tolle Erzieherin oder den tollen Erzieher aus Kanada oder Australien, dessen Abschluss einfach hier nicht anerkannt wird. Will man den halten? Und den kriege ich überhaupt nicht finanziert, weil es keine Fachkraft ist und der muss natürlich bezahlt werden. Und, ja, so eine und nur mal, damit man diese Dramatik dann eben mitbekommt, wenn jetzt die Eltern sagen, lieber Träger, pass auf, wir geben dir das Geld. Jenny, die Erzieherin aus Kanada, einfach nur mal als Beispiel, die soll bitte in unserer Einrichtung bleiben, die ist uns ans Herz gewachsen. Wir geben dir das Geld und du gibst uns die vertragliche Zusicherung, dass Jenny weiter in der Einrichtung arbeitet. Mhm. Ist nicht zulässig. Wäre nach Berliner Recht jetzt so nicht zulässig, wenn es dann die Eltern über einen gewissen Betrag hinaus finanziell belasten würde. Genau. Und so sieht es auch in den anderen Bundesländern tatsächlich aus. Also das ist keine zusätzlichen Beiträge, weil Bildung ist umsonst. Soll umsonst sein und nichts kosten und qualitativ hochwertig natürlich sein. Selbstverständlich. So, jetzt kommen wir zurück zum Kita. Förderverein. Genau, also hier fiel gerade schon das Wort Umgehung. Es könnte ein Umgehungsgeschäft sein. Achtung, wenn man tatsächlich am Ende dazu kommt, dass es ein Umgehungsgeschäft ist, dann wäre das Umgehungsgeschäft erstmal nichtig. Da gibt es ja gewisse Regelungen. Unsere Frau Bildungssenatorin in Berlin sagt, dass das gehen soll, dass das funktioniert. Naja, also sagen wir mal so, es gibt, zumindest mir bekannt ist, eine Äußerung in einem Rundschreiben an die Träger, in der mitgeteilt wird, die verpflichtende Mitgliedschaft in einem Förderverein ist ebenso wenig zulässig. Solange die ganze Fördervereinskiste für die Eltern eben auf vollkommen freiwilliger Basis funktioniert. Genau. Soweit so richtig. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu der vertraglichen Verpflichtung der Eltern aus dem Betreuungsverhältnis, dass es eben kein Umgehungsgeschäft ist, weil wir auf der einen Seite eben die totale Freiwilligkeit haben und auf der anderen eine vertragliche Verpflichtung, etwas zumindest einmal oder zweimal zu machen, nämlich zu zahlen. Ja. Auch wenn man später kündigen kann. Und das ist der große Unterschied. So eine große Freiwilligkeit hat, oder zumindest eine ziemlich weitreichende Freiwilligkeit. Genau. So, dann haben wir den Kita-Förderverein und der muss gegründet werden. Der muss gegründet werden und da gelten die üblichen Vorschriften, die jeder vielleicht schon mal, der im Kita-Bereich tätig war. Die meisten haben ja mit dem Verein angefangen. Man hat eine Gründungsversammlung, 7 Gründungsmitglieder. Man schreibt sich eine Satzung zusammen und geht zum Notar und lässt diesen Verein diese Satzung eintragen. Und jetzt bei dem Förderverein, das ist der abgabenrechtlich korrekte Begriff, ist ein Mittelbeschaffungsverein, so heißt es so schön in der Abgabenordnung. Aber auch völlig zu Recht, ne? Ja. Es ist der Mittelbeschaffungsverein, genau, der dafür sorgt, dass Mittel da sind, damit später das tolle Spielgerät gekauft werden kann. Es ist eigentlich insofern, wird nicht um den heißen Brei herumgeredet, das Ding heißt so, finde ich klasse. Ja, so heißt es und das soll er tun und er muss aber trotzdem auch, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, den man beachten muss, dass man in der Satzung wirklich nur beschreibt, dass Bildung und Erziehung halt in diesem Falle auch das Zweck, der Zweck dieses Vereins ist. Ja? Nicht, und das eben umgesetzt wird nicht durch selber das Anbieten von Kinderbetreuung oder Betreiben von Kindertagesstätten, sondern eben nur durch, hauptsächlich nur durch, ist ein bisschen widersprüchlich, aber überwiegend durch Mittelbeschaffung. Jetzt hört sich das Ganze ja vielleicht für manche unserer Zuschauer ganz kompliziert an, eine Satzung schreiben. Da muss man auch was aufpassen, was man in die Satzung reinschreibt. Oh, Überraschung, wer unterstützt dabei? Jetzt weiß ich überhaupt nicht, worauf du hinaus willst. Aber ja, tatsächlich schreiben wir solche Satzungen auch, selbstverständlich. Begleiten natürlich die Personen, die einen Mittelbeschaffungsverein gründen wollen, um die Kita ein bisschen zu unterstützen, auch bei diesem Prozess. Und er hat auch Vorteile. Natürlich hat er Vorteile. Also tatsächlich, auch wenn da wohl so die Rücksprache mit einigen Steuerberatern, die Finanzbeamten sehr unterschiedliche Auffassungen zum Teil haben, sind diese Mitgliedsbeiträge wahrscheinlich eher als Spenden zu kategorisieren und dadurch noch besser absetzbar möglicherweise als die
im Rahmen einer Zusatzleistung geleisteten Beiträge. Mhm. Ja. Aber das ist sehr unter Vorbehalt zu beleiten. Das muss wirklich jeder Elternteil mit seinem eigenen Steuerberater klären, inwieweit das möglich ist. Aber es ist, könnte durchaus, wenn man schon in den sauren Apfel beißen muss, was Neues zu machen, einen Vorteil sein. Also wenn es da draußen eine rührige Elternschaft gibt, dann kann die sich gerne mal bei uns melden. Natürlich kann sich auch der Träger vermittelnd sozusagen dazwischen schalten und bei einem Mittelbeschaffungsverein vielleicht auch ein bisschen stupsen, dass das doch eine super Idee wäre und die Leute auf entsprechende Ideen bringen. Und man kann natürlich auch jetzt, das nochmal speziell vielleicht auch an die Träger, man kann natürlich auch als GmbH, als Träger jede Menge Einfluss sozusagen in diesem Verein nehmen. Das ist jetzt nicht eine reine Elternveranstaltung, von der man dann denkt, okay, da redet mir doch jemand dann in mein Geschäft rein und versucht mein Konzept zu ändern und so weiter. Was nicht geht, weil das ist der Mittelbeschaffungsverein, der ist von seinem Vereinszweck auf etwas anderes gerichtet, nämlich nicht auf Betrieb einer Kita, nicht auf Ausarbeitung und Prägung und Weiterentwicklung eines pädagogischen Konzeptes, das ist wirklich davon total zu trennen. Es geht. Ja, genau. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich auch durchaus in der Satzung die Möglichkeit habe, natürlich irgendwie die Mitgliedschaft zu differenzieren in aktive Mitglieder, die wirklich gestalten, die den Vorstand wählen und Fördermitglieder, die ausschließlich Beiträge leisten und natürlich informiert werden und auch ihren Einsatz bringen können und auch aber ansonsten eben kein Stimmrecht haben, sodass ich keine Angst haben muss, dass mir dann indirekt Mittel für meine Firma genommen werden. Ja, also da lässt sich viel regeln. Gut, dann lasst uns ganz viel regeln im Vereinsrecht, im Kita-Fördervereinsrecht und vor allem bei der Mittelbeschaffung für ganz viele Spielgeräte, für ganz viele Musikinstrumente, für ganz viele... Ja, für die Vielfalt in der pädagogischen... Erzieher, genau, für bilingual, für all das, was sozusagen... Der Schnaps obendrauf ist völlig unpassend, das Beispiel. Ja. Das Sahnehäubchen, ja, das passt, glaube ich, besser. In dem Sinne, bis dann, ciao. Bis dann, tschüss.